Der Beauty-Podcast Bunte Wipgloss Episode 1. Jetzt geht's endlich los. Oh, ich freue mich so, ihr Lieben. Ich bin Jenny Knäble. Schön, dass ihr dabei seid. Das tolle Team von Bunte und ich, wir haben beschlossen, wir machen einen Podcast zusammen. In den meisten Podcasts, das wisst ihr, da wird ja viel geredet und ich kann euch jetzt schon versprechen, das können wir auch. Viele von euch lesen ja regelmäßig die Bunte. Vielleicht habt ihr uns auch schon live erlebt auf den Bunte Beauty Days oder ihr folgt uns hoffentlich bei Instagram und Co. Und jetzt gibt's für euch auch noch den Podcast. Also ich freue mich wirklich sehr und vor allem freue ich mich auf meine Gäste. Prominente Insider-Experten. Ich spreche mit Leuten, die eine Geschichte zu erzählen haben und eins nicht sind, nämlich langweilig. Wir reden klar über Beauty, aber auch über die Themen Wohlfühlen, Ernährung, Fitness, eben die schönen Dinge des Lebens. Und wenn wir schon beim Thema schön sind, dann kommen wir an ihr nicht vorbei. Mein erster Gast, für mich eine der schönsten Frauen Deutschlands, das muss man einfach mal neidlos anerkennen, Sylvie Mais. Nicht nur eine bezaubernde TV-Kollegin und Freundin von mir, sie ist auch Mama, Unternehmerin, Model und Stilikone und genau wie ich 1,85 groß. Mindestens. Auch über diesen Insider sprechen wir jetzt mit ihr. Los geht's, Bunte Wipgloss, Episode 1. Wer schön sein will, muss zuhören. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast. Hallo nach Hamburg, liebe Silvi. Hallo. Obwohl man sagt eigentlich Hamburg, ne? Hamburg sagt man bei euch. Moin, moin. Moin, moin, genau. Hallo. Hi. Ich hab gerade im Intro gesagt, Silvi, wir zwei haben eins gemeinsam. Wenn wir uns irgendwo sehen oder auf einer Bühne sehen, sagen wir immer, wir sind beide 1,85. Genau. Wir kriegen keinen Giraffenhals, wenn wir uns sehen. Das stimmt. Das ist immer so schön, oder? Wenn wir zwei nebeneinander stehen, ja. Ist das so entspannt. Ich liebe es, weil wir haben tatsächlich die gleiche Größe und dann fällt es auch kein Mensch auf, wie klein wir eigentlich sind. Ne? Gell? Also ich meine, ob jetzt 1,85 oder 1,60, ich finde, da muss man jetzt auch nicht so klein. Ist auch nicht wichtig. Ich meine, hallo, wir füllen schon den Raum. Genau, es eint uns. Wie schön. Ja, Silvi, erzähl mal, also du bist in Hamburg wahrscheinlich auch irgendwie gerade im Homeoffice, oder? Wie sieht dein Tag so im Moment in Corona-Zeiten aus? Also ich habe vor ein paar Wochen mich freiwillig eigentlich in der Quarantäne gesteckt, weil wir kamen aus Los Angeles, genau, sind wir im Flieger gegangen, wenn Donald Trump bekannt gegeben hatte, dass Amerika zugeht. Oh Gott. Oh, genau. Und und wir saßen im Flieger und tatsächlich sind da noch 40 Leute erlaubt worden, das Flugzeug zu verlassen, obwohl wir allen gebordet waren, weil Amerika dann zuging. Und das war eine ganz krasse Situation. Und weil wir wussten natürlich all, dass Corona da war, aber wenn wir gegangen sind nach L.A., war es noch nicht so klar, wie krass die Lage geworden war. Und wenn wir dann zurückgekommen sind, was tatsächlich in diese 24 oder 48 Stunden ist alles so krass geworden, dass wir nach Hause gegangen sind und dann auch nicht mehr rausgegangen sind, weil wir haben gedacht, okay, wir waren in Amerika, wir waren im Flieger, am Flughafen, lass uns zur Sicherheit einfach sagen, okay, zur Supermarkt machen wir noch, aber weiter bleiben wir zu Hause. Einfach mal, um ruhig abzuwarten, was passiert, um es alles so ein bisschen zu verfolgen. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung, weil eine Woche später war es dann wirklich so weit, dass es in Deutschland bekannt geworden ist, dass es besser ist, wenn alle Leute so viel wie möglich Kontakt vermeiden und. Wahnsinn, da hast du ja einen richtigen Nervenkitzel hinter dir, oh Gott. Ja, das war schon ein heftiges Erlebnis. Ich habe dann für mich entschieden, das Beste auch da wieder rauszumachen, weil ich weiß, du bist auch so, Jennifer, dass du ein positiver Mensch bist, bin ich auch. Und ich habe gedacht, nein, also für mich möchte ich einfach auch zu Hause da eine Positivität für mich selbst finden. Schön. Und Struktur war für mich immer schon wichtig und Homeoffice, klar, Büro geht weiter, zu Hause, Social Media geht weiter, die Kooperation, da bin ich sehr, sehr dankbar, fühle mich auch sehr gesegnet, dass das Teil von meiner Arbeit auch weitergeht. Natürlich ist auch für mich viel gecancelt worden im Sinne von Moderationen und Events und so weiter und so fort. Aber
trotz alledem, Struktur ist schon wichtig, ne? um die gute Laune zu behalten. Wie machst du das? Weil ich glaube, es ist für viele jetzt wirklich eine riesen Challenge. Ne? Die sind normalerweise, haben die so ihren geregelten Tagesablauf, gehen zur Arbeit, haben Mittagspause, irgendwann Feierabend, Meetings immer um die und die Uhrzeit. Und jetzt muss man sich so sein Leben selber strukturieren. Also wie machst du das morgens? Setzt du dir so ein Timing, dass du sagst, okay, das, das und das? Oder wie machst du das? Also was ich mache, ist, ich stehe immer rund um die gleiche Zeit auf. Wecke dann meinen Sohn, wir frühstücken zusammen, dann geht Damian an die Schularbeit. Er hat jetzt Schule mit YouTube-Classes und muss selber viel machen, was wir ihm dann, ne? Es ist Homeschool. Und für mich, also ich hatte zufälligerweise gestern so ein bisschen gequatscht mit Riccardo Simonetti und er hat gesagt, Silvi, du hast vor Jahren die richtige Entscheidung getroffen, immer ein Home Gym einzurichten. Ich habe Glück mit meinem Home Gym. Das gibt mein erster Struktur-Moment of the Day, wo ich dann sage, okay, ich gehe ins Gym und mache eine krasse Stunde Ausbauen in der Gym. Und fange dann an mit so E-Mails, WhatsApps. Ich habe für mich neben meinem Instagram auch TikTok jetzt entdeckt. Jawohl. Ja, ich habe das gesehen, ich verfolge das und muss immer sehr lachen. Ich finde es wild. Mein Lieblings-TikTok von dir ist das mit der Stimme von Ilka Bessin, ehemals Cindy aus Marzahn. Mit dem Foto. Genau. Ich habe so gelacht. Es ist Weltklasse. Das ist schon lustig, ne? Immer neue Ideen. Ja, und es macht auch Spaß. Und es ist ein bisschen so Ablenkung von den Alltag. Ist für mich auch so ein bisschen, was mir auch dann nochmal eine extra Struktur gibt. Weil du weißt, alles, was ich so ein bisschen mache, versuche ich dann ein bisschen professionell zu machen. Also ich schminke mich dann auch und denke mir was aus. Und zufälligerweise dieses Video von Cindy aus Marzahn, die habe ich dann gesehen und ich musste so lachen und Dörte, jahrelang Family Member bei uns, sie war auch da und sie sagt, okay, ja, das ist geil. Aber dieses Berliner Akzent ist nicht so einfach. Und da musste sie mich wirklich erklären, ja, ich, die Holländerin, dass man kein Geld sagt, aber Geld. Und dann habe ich gedacht, hä, das ist so ein J, hä, wieso? Ja, ich habe mal versucht und angeblich kommt es gut an. Also. Ich finde es super lustig. Die Berliner Schnodderschnauze sagt man auch, weil die immer so schnodderig sind. Ach ja, schön. Okay, das heißt, du strukturierst deinen Tag, das finde ich auch super wichtig. Machst du dir auch so, weil ich finde, es ist total wichtig, dass man so auch so kleine persönliche Highlights hat, also sowas, was einem ein positives Gefühl gibt. Also ich habe zum Beispiel unseren Hund, die kleine Wilma, die findet, glaube ich, Corona total geil, weil die denkt, ey, die zwei hier im Haus, die habe ich so oft wie jetzt noch nie gesehen. Also die freut sich total, ja. Und die kann ich immer so ein bisschen knuddeln oder die freut sich immer so. Also da merke ich immer, ich muss zwischendurch echt lachen und mit der gehe ich dann auch spazieren. Das ist auch immer ganz gut, mal so ein bisschen das Hirn durchzupumpen mit Sauerstoff. Ja. Wie machst du dir positive Gedanken oder was sind deine positiven Highlights, vielleicht auch Anrufe bei Freunden oder was machst du? Ja, also für mich ist auf jeden Fall dieser Sport sehr wichtig. Weiter ist es so, dass man tatsächlich jetzt Zeit hat für so viele Freunde, wo du leider am Alltag so wenig Zeit für hast, um die mal zu FaceTime oder die mal zu schreiben, anzurufen. Ich rufe jede Woche meine 93-jährige Oma in Belgien an, zu gucken, wie es ihr geht. Oh. Meine Eltern natürlich in Belgien. Wie geht's der Oma? Ja, meine Omi geht's gut. Sie ist natürlich ein bisschen einsam, weil sie ist schon seit Wochen in totaler Quarantäne. Wir dürfen alle sie nicht besuchen. Mm. Das einzige Highlight ist, sie hat fast 50 Enkelkinder. Die rufen natürlich auch alle an, schicken Karten und ihre Enkelkinder haben auch Kinder bekommen. Yeah. Und das ist natürlich, ne? Und für uns ist sie halt die Queen. Und und ich rufe sie auch hin. Oh, wie süß. Wie telefoniert ihr mit ihr? Hat die noch ein Festnetz oder hat sie mit 93 ein Handy? Ja, sie hat auch ein Handy und macht dann auch ihre Headset in die Ohren und nicht kann mit allen kurz. Ja, ja, dann genau. Wir reden alle und wir reden alle mit ihr und so süß, weil sie ist ein belgische Oma und sie hat natürlich ein anderes Akzent als ich, weil ich habe ein holländisches Akzent und sie hat ein belgisches Akzent.
Und ab und zu, dann fragt sie natürlich, stellt sie auch Fragen an Damian. Und Damian ist dieses belgische Akzent gar nicht gewohnt. Und dann guckt er mich an, was sagt sie, was sagt sie? Und dann übersetze ich das schnell. Und ist schon witzig, ja. Ach schön, aber dann hat sie Entertainment, das ist doch gut. Ja, absolut. Also ich finde, man merkt auch, wie man so als Familie zusammenrückt, ne? Und mit Freunden und ja. So viele Dinge sind auf einmal gar nicht mehr wichtig. Das finde ich, die sind auf einmal total weg gewesen. Also das war so, das, was man in seinem Leben so, das ist wichtig, das muss ich machen, hier, bum, peng, immer delivern. Und auf einmal ist es so wie so eine Zwangspause. Ja, es ist eine Zwangspause, absolut. Und man sieht im Handy so alte Fotos von vielleicht nur ein paar Monaten, wo man in Urlaub war oder wo man einfach nur auf einer Party war. Und diese Sachen, die so normal für uns waren, sind weg. Ja. Und das ist so eine krasse Realität gerade. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, wenn das alles wieder so ein bisschen ja, zurückgeht vielleicht, die ganze Krankheitsgeschichte und das Leben wieder hoffentlich ein bisschen Normalität erlangt. Ich würde mir wünschen, dass wir das alles, was wir früher hatten, viel mehr zu schätzen wissen. Also was du gerade gesagt hast. Ich glaube, mal auf eine Party gehen, Freunde einfach treffen, zum Grillen einladen. Ja. So normale Dinge, ne? Dass das auf einmal wieder ja. ein absolutes Highlight ist. Absolut. Und für mich war es auch so, dass ich mich eigentlich diese Woche erst realisiert habe, dass ich nächste Woche dann Geburtstag habe und denke, Oh, ja. Du kriegst ganz viel FaceTime-Anrufe. Ja, das denke ich schon, das hoffe ich auch. Und ich bin auch nicht der Einzige. Und es ist auch kein runder Geburtstag. Ich meine, es ist nur 42. Ich meine, es ist alles. Aber ich muss sagen, seit ich vor 10 Jahren diese Krebserkrankung hatte, mache ich von jedem Geburtstag ein Ding, weil ich lebe. Und es ist einfach ein besonderer Moment jedes Mal wieder, dass man ein Jahr älter werden darf. Deswegen habe ich auch kein Problem mit dem Alter, weil ich lebe. Und aber es ist schon ein bisschen crazy, dass man zu Hause ist und dass man wirklich keine Leute einladen kann und nicht rausgehen kann und so. Aber dafür machst du einfach eine After-Birthday-Party und die wird dann noch schöner. Ach, so musst du es sehen. Auf jeden Fall. Wie ist es bei dir, Silvi, im Moment? Du hast ja, also ich habe dich ja jetzt auch schon im Gespräch so erlebt, dass du schon sehr professionell bist, dass du das auch sehr strukturierst, was du den ganzen Tag über tust. Ich muss zugeben, ich mache auch viel von zu Hause, aber ich lebe im Moment gefühlt wirklich in Hoodie und Jogginghosen. ich habe jetzt, also am Anfang fand ich das super cool, weil du kennst das auch, man ist irgendwie froh, wenn man mal nicht aufgebrezelt sein muss oder wenn einem nicht jeder irgendwie die Haare macht und Make-up ins Gesicht für Moderationen und Events. Das ist ja zwischendurch auch mal ganz schön, so dieses Entspannte. Nur ich habe jetzt irgendwann mal gedacht, man muss sich doch ein bisschen disziplinieren, dass man nicht so jeden Tag dieses Sonntagsgefühl hat, weil das ist schon gefährlich, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, genau. Also ich bin sowieso jemand, die auch dieses Gefühl liebt, was so Klamotten geben können oder frisch geföhnte Haare oder ne, so gepflegtes Gefühl im Sinn von, dass es auch so ein bisschen diese Struktur gibt, gefühlsmäßig. Ne? Mhm. Es ist so, na klar, könnte man jetzt denken, ach, wir gammeln ein bisschen rum bis 12 Uhr im Pyjama, egal, kein Mensch, der uns sieht. Aber trotzdem hat man ein anderes Gefühl, wenn man frisch fertig gemacht an die Arbeit geht und ist irgendwie dann auch produktiver. Und das ist für mich genauso jetzt auch mit dieser ganzen TikTok-Geschichte, wo ich dann auch denke, naja, ich mag es auch, wenn es ein bisschen hübsch aussieht und da mache ich doch ein bisschen Make-up drauf und irgendwie fühle ich mich dann auch noch wieder positiver. Diese kleinen Sachen helfen mir einfach und klar, am Wochenende, auch jetzt in dieser Zeit, denke ich, okay, jetzt ist es Wochenende, egal, Jogging, Dutt auf dem Kopf, ich gucke schön Netflix, ja, natürlich gönne ich mir selber das auch, aber ich versuche wirklich so von Montag bis Freitag, wo ich auch produktiv sein möchte, mir auch dieses Gefühl zu geben, es ist produktiv. Ja, das ist eine gute Einstellung, finde ich gut, finde ich gut, weil du gerade gesagt hast, Dutt auf dem Kopf und so, also es gibt bei dir auch wirklich, Silvi Mais gibt es auch mal mit einem Bad Hair Day oder Augenringe bis zum Knie, also das gibt es auch schon, weil viele sagen ja immer, ja, die Silvi, die ist so perfekt, bei der ist alles perfekt, aber eigentlich bist du ja auch nur ein Mensch, ne? Also du hast auch mal Sonntage mit Dutt. Klar, ich habe auch Sonntage mit Dutt und ich habe auch mal Augenringe und alles Mögliche, aber jeder Mensch hat so seinen eigenen Style und das ist halt mein Style und dass es so wahrgenommen wird als so perfekt, das ist etwas, was mich ab und zu noch wirklich überrascht, weil ich denke, so perfekt ist es wirklich nicht. Also ich zeige mich auch so oft ungeschminkt auf meinen Social Media, dass ich denke, I don't know, so sehe ich, empfinde ich es nicht, aber
ja. Ja, du siehst halt auch ungeschminkt gut aus, weißt du? Das ist halt das Ding. Also Dankeschön. Ich meine, es gibt Schlimmeres. So. ich habe gerade, also man liest ja im Moment super viel, ne? Überall. Also es ist ja wirklich momentan so die Informationsflut geradezu. Corona und Maßnahmen und so weiter. Man weiß ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich habe gerade einen spannenden Artikel gelesen. Ja. Und zwar schlagen wohl einige Sportmediziner jetzt auch Alarm, weil die sagen, es ist irgendwie auch nachvollziehbar, die Leute bewegen sich jetzt viel zu wenig. Ne? Die sitzen im Homeoffice am Laptop und bewegen sich im besten Fall kurz zwischen Videokonferenz zur Kaffeemaschine und wieder zurück. Und das kann auf längere Sicht wirklich Folgen haben. Ich finde ja, du bist wirklich ein Vorbild in Sachen Sport und Fitness. Ich denke immer, wenn ich dich sehe, oh, ich müsste eigentlich auch mal was machen. Mensch, der innere Schweinehund. Ja. Deswegen, vielleicht hast du ja für alle Zuhörer jetzt auch, die zu Hause sind, so ein paar kleine Tipps, was man zwischendurch machen kann, was jetzt vielleicht keine 3 Stunden dauert, aber keine Ahnung, zwischen dem virtuellen Klassenzimmer mit den Kindern und der nächsten Videokonferenz, gibt es vielleicht irgendwelche kleinen Übungen, die man so machen kann, um trotzdem halbwegs fit zu bleiben? Absolut. Also für mich war immer die Lösung YouTube, weil dort findet man wirklich ein paar tolle Kanäle, unter anderem auch von Pamela Reif oder RL Healthy, so eine Frau, Rebecca Louise heißt sie. Das sind so Kanäle, die mir sehr gut gefallen. Man braucht da wirklich nicht selber irgendwie was auszudenken. Man kann wirklich da alles finden und Workouts machen von 10 bis 20 bis 30 Minuten, wo man das Gefühl hat, okay, ich habe mich gut bewegt, es wird auch wirklich etwas machen, sicherlich, wenn man das auch noch mit ein bisschen cleanere Ernährung kombiniert. Das ist wirklich toll, dass man auch diese Zeit nutzen kann, um eigentlich besser aus dieser Quarantäne zu kommen, als man da reingegangen ist. Man kann sich das nicht vorstellen, aber man kann wirklich da... Das stimmt, das ist ein guter Punkt. ...the body of your dream bekommen während dieser Quarantäne. Ja, wirklich. Und du kommst raus und alle sagen, who's this? Ja, who is this? My gosh. Ja, wirklich, es ist möglich. Und das wäre doch auch geil, wenn man denkt, okay, ich kann mir da so ein persönliches Ziel stellen. Mhm. Man kann sich 30 Minuten bewegen, man hat ein bisschen Zeit für sich, man schließt sich einfach ein in ein Zimmer, wo man wirklich, wo niemand ist mit einem Laptop und man macht einfach diese paar Videos und geht da refreshed raus und macht einen Smoothie und macht weiter mit dem Alltag. Das finde ich gut. Ja. Das, weil jetzt hat man halt wirklich die Zeit, ne? Die man sonst eigentlich nie hat, wenn man abends um 8 nach Hause kommt. Genau. Keine Ahnung, ob man dann noch ins Fitnessstudio geht. Richtig. Und, richtig. Und dieses Ergebnis, dieses Erfolg kommt wirklich von konsequent sein. Mhm. Auch dieses nur 10 oder 15 Minuten was machen, macht einen riesen Difference. Also wirklich, das macht der Unterschied und nicht nichts essen und mal auf dem Bob sitzen. Und es gibt ja auch innere Stärke, ne? Auch so mental. Ja. So dieses Fitsein und sich wohlfühlen. Du hast mal gesagt, Silvi, Kochen ist nicht so unbedingt deine größte Stärke. Stimmt. Wie machst du das jetzt aktuell, wenn man nicht, keine Ahnung, irgendwie sagt, ach komm, wir gehen zum Italiener oder wir holen uns irgendwo was zu essen. Also mein Mann hat ja jetzt neulich auch mit einem leichten Unterton gesagt, es ist lecker, aber kannst du auch mal was anderes machen? Woraufhin ich ihn total entsetzt angeguckt habe und dachte so, wie? Er so, ja, es gibt immer das Gleiche. Also ich habe mein Sortiment gefühlt schon hoch und runter gekocht. Wie ist das bei dir? Wie machst du das im Moment? Also, Breakfast und Lunch mache ich natürlich selber. Das ist halt easy, weil da muss man nicht wirklich kochen können. Und dann für Abend habe ich mich vorgenommen, die lokale Restaurants zu unterstützen, durch jeden Tag irgendwo anders zu bestellen. Ja, und so halte ich die Gastronomie hier in Hamburg eigenhändig am Laufen. Das ist doch super. So, man blamiert sich nicht in der Küche und tut auch noch was Gutes. Also mehr geht ja eigentlich nicht, ne? Richtig. Sehr schön. Wenn du selber ran müsstest, ich habe neulich gesehen, da hast du so einen coolen Smoothie gemacht. Ich glaube von der Alessandra Meyer-Wölden, die hat ja auch so ein cooles Kochbuch gemacht. Das hat sie mir auch geschickt. Ja, mega gut. Also sowas zauberst du aber dann noch selbst oder auch nur
wenn es sein muss. Nein, 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 nein. Wenn ich im Supermarkt bin und ich finde die frischen Zutaten, dann mache ich das 1-2 Tage selber und am dritten Tag bestelle ich mir wieder beim Saftladen was. Aber ab und zu mache ich es wirklich selber. Ja, ja. Also gesunde Ernährung ist ja die eine Sache. Hast du sonst noch irgendwas, was dein Immunsystem boostet? Ist ja gerade jetzt auch in den Zeiten echt wichtig. Ja, also ich habe im Moment tolle Supplemente, die ich jeden Tag nehme, um mein Immun zu boosten. Das sind so Vitamine und Mineralstoffe, die wirklich wichtig sind gerade. Auch habe ich wirklich von einem sehr guten Freund, der ein toller Arzt ist, auch den Tipp bekommen, um Kurkuma zu nehmen in Supplement und Vitamin D3, natürlich viel Vitamin C und Zink. Und genau, und das habe ich dann auch noch zusätzlich draufgepackt auf die Menge an Supplements, die ich schon genommen habe. Also immer schon. Ja, und so versucht man natürlich... Also ein bisschen nachhelfen. Nachhelfen. Guck mal, ich möchte jetzt sicherlich jetzt nicht das Risiko nehmen, dass ich nicht alles, was ich brauche, über die Ernährung jeden Tag bekomme. Ja. Deswegen, um dieses Risiko zu vermeiden, nehme ich diese Supplemente auch und ich glaube, das ist der richtige Weg. Hast du auch, wenn man dich sieht, kann man sich schwer vorstellen, wenn man dein Figürchen sieht und ich sage immer Hallöchen, Popöchen, wenn man dich von hinten sieht. Ja, ist so. Ja. Kann man auch mal neidlos anerkennen als Frau. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das ist ein Laster, darauf kann ich nicht verzichten? Also bei mir sind es zum Beispiel Zimtschnecken. Mhm. Hast du auch irgend sowas? Also erstmal muss ich sagen, ich muss echt wirklich auch viel machen, um so auszusehen, wie ich aussehe. Das ist eine riesen Disziplin. Aber ich finde es toll, dass du das zugibst. Danke. Weißt du, weil die meisten sagen immer nur, ach, ich mache eigentlich gar nichts, das ist so. Ja, obwohl Alessandra Meyer-Wellen mich mal gefragt hat, ja, was machst du denn im Gym? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache das. Hä? Okay. Du machst gar keine großartige Gewichte, Squats und weiß ich nicht was. Ich sag nein. Mhm. Aber ich mache das, was ich mache, wirklich jeden Tag. Ah ja, okay. Wow. Das ist halt, was ich dann mache. Aber meine große Schwäche ist tatsächlich alles mit Schokolade. Okay. Und wenn ich so 5-7 Tage so richtig so mich gesund ernährt habe, wo ich mich wirklich am besten fühle, muss ich sagen, dann kommt bei mir auch der Moment, ach, das ist mir alles egal. Ich möchte einfach Netflix schauen und Schokolade essen. Und dann mache ich es auch. Ach, wirklich. Weil ich hatte gestern doch so ein TikTok gemacht mit so der Stimme von Donald Trump. Ja. Wo ich mal gesprochen habe, wie am Ende mein Arsch aussieht, who knows, ja. aber das sind meine Goodies, die liegen im Schrank und die warten dann wieder bis zum nächsten Cheat-Moment. Das ist aber gut, als Belohnung. Ja. So muss man es sehen, ne? So ein Cheat-Day ist ja immer so eine Belohnung, wenn man viel gemacht hat. Genau. Bei den meisten ist nur immer Cheat Day. Genau. Aber weißt du was? Ich glaube, so ein kleiner Cheat Moment, weil ich cheate nicht den ganzen Tag, weil das schaffe ich gar nicht, weil dann wird es mir übel. Ja. Diese Moment, wo ich denke, okay, das wird wirklich zusammenfallen mit einer tollen Netflix-Serie, das sind so diese, oh, da kann ich mir so drauf freuen. Ein Glas Champagner noch dazu. Ja, da bin ich richtig ein Happy Mädchen. Ja, aber man muss sich ja auch mal was gönnen. Auf jeden Fall. Gerade jetzt, wo man zu Hause ist. Es passiert ja auch nicht so viel, ne? Nee, genau. Wo man sagt, wow. Absolut. Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast auch, Sil. Wir haben ja viel schon über Ernährung und Sport gesprochen. Ja. Oft wird man ja gefragt, was bedeutet denn wahre Schönheit? Oder was ist für dich wahre Schönheit? Also ich finde, für mich ist wahre Schönheit, wenn ich so Leute ansehe, die eine Natürlichkeit haben, die sich wohlfühlen in ihrer eigenen Haut. Das sieht man wirklich, wie sie, wie sie schauen, wie sie aus den Augen gucken, finde ich. Das sehe ich als wahre Schönheit, wenn sie selbstbewusst und strahlend und frisch aus dem Augen schauen und also eher so von innen auch. Ja. Also dass man so diesen Ausdruck hat, ne? Dieses Strahlen. Da gibt es viele Leute, die gut aussehen, ohne Frage. Aber welche Leute werden wirklich als schön empfunden? Das sind meistens die Frauen oder die Männer, die irgendwie im Reinen sind mit sich selbst. Und das fällt einfach auf. Glaube ich auch. Und das ist für mich Schönheit. Ich glaube auch, dass es Leute sind, die einfach glücklich sind und so den Frieden mit sich gemacht haben. Ne? Ja. Ich finde, man sieht Menschen an, wenn sie glücklich sind. Und ich finde auch immer, das strahlt dann
Schönheit aus. Und egal, wie die dann definiert ist. Richtig. Ja, was ist schön? Wenn man lange Haare hat, kurze Haare, dick, dünn, was auch immer. Ja, ist egal. Ne? Aber ich sehe das auch so, dass man das von innen eigentlich sieht, wenn jemand happy ist oder wie du sagst, von innen strahlt. Ich finde, du bei dir sieht man das auch extrem. Oh. Wenn ich dich anschaue, ja, finde ich wirklich, weil dann sehe ich dich und dann irgendwie denke ich, oh mein Gott, ja, die ist so süß, die ist so schön und ja, das sieht man, dass du strahlst, dass du stehst für was du findest und wie deine Meinung ist und ja, das ist einfach wie du bist, ja. Ganz süß. Mhm. Voll süß. Was ich ja übrigens auch toll finde, ohne dass wir uns jetzt hier Komplimente entgegenbringen, weil ich finde, das kann man ruhig mal machen, ja, dass auch Frauen cool miteinander sein können. Mhm. Also ich finde ja immer, uns Frauen wird so oft nachgesagt, die sind alle zickig, die sind alle doof, die sind alles Konkurrentinnen. Aber ich finde so, in den letzten Jahren hat sich da wirklich was getan, ja? Also, dass auch Frauen miteinander total cool sein können. Auch zum Beispiel, ich glaube, du hast ja auch ein Team bei dir. Ja, das sind ja auch Mädchen. Vorwiegend Frauen. Ja. Ne? Also es ist eigentlich völliger Quatsch, immer zu sagen, dass wir Frauen so Biester sind, ja, untereinander, oder? Ja, wir können auch Biester sein, let's be honest. Ja. Leider ist es gibt so. Es auch. Ja, leider ja. Und das ärgert mich immer noch so ein bisschen, weil es ist so unnötig. Und dieser Neid, das ist eigentlich eine Krankheit, weil davon werden wir alle nicht besser. Das stimmt. Und wir können besser zusammenhalten. Also manchmal bin ich so ein bisschen neidisch auf Männer, die immer sich gegenseitig unterstützen, ja, und so einen Code haben. Mhm. Und wir Frauen, wo wir können, hauen wir drauf, aber zum Glück, was du schon gesagt hast, gibt es immer auch mehr Frauen, die zusammenhalten, die einem supporten. Ich denke auch an Lilly Becker, ich denke auch an Alessandra, die immer mal wieder dazu bereit sind, um gegenseitig zu unterstützen. Und ich sehe das auch an andere junge Frauen, wie Rebecca Mir, Mozi Mabuse, auch Victoria Swarovski, sind alle Frauen, junge, moderne Frauen, die alle was erreicht haben und auch sich gegenseitig unterstützen. Und so soll es auch sein. Ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema, ne? Wenn man mit sich im Reinen ist, genau, ist das, glaube ich, gar nicht mehr so ein Thema. Ja, ne? Genau. Du sagst ja auch, du möchtest für Frauen ein Vorbild sein. Wie genau sieht das aus? Also beruflich oder privat oder was rätst du so Frauen von heute, die im Leben stehen? Ja, ich hoffe, dass man sehen kann an mir, dass, oder an mich, ist es an mir oder an mich? Nee, an mir. An mir, richtig? Oh ja, super. Ja. Dass man, wann man es möchte, was schaffen kann im Leben. Auch wenn nicht das Leben perfekt läuft. Ich meine, ich habe eine Scheidung hinter mir, ich habe eine schwere Erkrankung hinter mir, eine Chemotherapie, ich weiß, was es ist, um kalt zu sein, ich weiß, was es ist, um keine Haare zu haben. Mhm. Ich weiß, also ich habe, wie gesagt, viel erlebt, aber trotzdem habe ich immer versucht, das Beste daraus zu machen. Auch wenn Leute denken, ach, die Sylvie, das ist so wie eine Puppe, das ist alles mal perfekt. Oh nein, nein, ich muss für mich selbst sorgen, ich muss mein Geld verdienen, ich muss arbeiten, ich muss sorgen, dass es irgendwie alles läuft. Ich muss auch einen Haushalt hier runnen und das hinkriegen. Ja, und ich hoffe, dass die Leute das sehen oder Frauen das sehen. Und wenn ich dann eine oder zwei oder hoffentlich viele damit inspirieren kann, dann habe ich doch einen guten Job gegeben. Total. Und ich hab ein schönes Zitat passend dazu gelesen von deiner Mama. Mhm. Und wie wir wissen, Mamis haben ja immer recht. Ja. Mamis sind eh die Besten. Mhm. Deine Mami hat mal gesagt, Sylvie, du kannst heiraten, du kannst dich verlieben, alles wunderbar, aber bitte sorg dafür, dass du für dich selbst sorgen kannst. Genau. Hat dich das über all die Jahre eigentlich auch in deinem Erfolg immer angespornt? Absolut. Ich kann im Grunde genommen immer alleine für mich und meinen Sohn sorgen. Mhm. Und daraus hole ich ein sehr großes Ehregefühl. Mhm. Diese Unabhängigkeit ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Also wirklich unheimlich wichtig. Und ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Es ist einfach extrem so. Aber ich möchte mich am Ende immer mich verlassen können auf mich. Mhm. Und ich liebe es, dass ich die große Liebe gefunden habe. Und ich liebe es, dass ich auch bald heirate und wieder in eine Ehe sein kann. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass da immer eine Unabhängigkeit ist. Ja. Das ist lustig, da ticken wir mal wieder gleich. Man hat so viele Parallelen. Aber ja, ich glaube, das ist auch die moderne Frau von heute. Ja. Du hast gerade angesprochen, ne? Im Juni war es ja, glaube ich, geplant. So habe ich es zumindest mitbekommen. Ja. Und aufgrund der aktuellen Situation ist es wahrscheinlich jetzt erstmal schwierig. Und ich habe das von so vielen Bräuten jetzt schon gehört. Eine Freundin von mir ist Wedding-Plannerin. Mhm. Und die sagt, Jenny, du kannst dir das nicht vorstellen. Die armen Bräute, die sitzen bei ihr nur heulend am Telefon. Die sind wirklich
fertig mit den Nerven, weil natürlich klar, so eine Planung, ne? Ich meine, wir haben ja auch vor 2 Jahren geheiratet. Ich glaube, wir haben 1,5 Jahre geplant mit Location, Orga, Einladungen, ach, was weiß ich, was da alles dazugehört. Ja. Wie geht ihr jetzt damit um? Bist du da irgendwie positiv oder hast du auch erstmal gedacht, oh Gott, und jetzt? Ja, wir haben es wirklich von Tag bis Tag angeschaut und mussten dann auch ganz ehrlich die Realität unter Augen sehen, dass es einfach nicht geht. Klar. Und da bin ich nicht emotionslos, aber ich versuche mich da wirklich nicht reinzusteigern. Ich habe auch nicht geweint, weil ich weiß, wir werden heiraten und auch wenn es in dieser Zeit nicht klappen wird, weil die Umstände halt so extrem sind, wird es aber später dann stattfinden. Und da haben wir einfach gesagt, ja, so ist es. Mhm. Wir können da alle nichts für und wir müssen das wirklich verlegen. Und das ist hart und natürlich tut das weh und natürlich hätte ich es lieber anders gesehen, ne? Ohne Frage. Ich war schon für mein Brautkleid in Tel Aviv. Ich war schon. Oh, ja. Ich weiß, I feel you. Ja, ich war schon am Wedding Location, Torte, Probe, Essen, Probe, alles schon. Alles war schon. Wahnsinn. Naja, ist ja auch quasi fast gewesen, ne? Juni. Ja, und jetzt ist alles anders und. Ja, schade. Du, aber wie du schon gesagt hast, dafür, es ist jetzt, wie es ist, man kann es ja eh nicht ändern. Das ist ja am Ende das Ding, man muss sich jetzt gar nicht kirre machen. Und genau. Dann weiß man auch vielleicht das noch mehr zu schätzen, dass das dann irgendwann richtig schön und mit den Liebsten passieren kann. Ja. Aber ich finde es so einen schönen Mutmacher, weißt du, auch für viele Frauen jetzt, die zuhören und die vielleicht in der gleichen Situation sind und sagen, ach Mensch, okay, das betrifft echt viele. Genau. So, jetzt hast du ein bisschen was über deine Hochzeit verraten, Silvi. Und wir wollen hier im Podcast noch ein Geheimnis von dir erfahren. Und zwar dein persönliches Beauty-Geheimnis. Mal ehrlich, was machst du? Maske auf? Knallst du dir auch Gurken auf die Augen? Was machst du? Also, was ich mir vorgenommen habe, seitdem wir zu Hause sind, ist, dass ich tatsächlich jeden Tag irgendwas Gutes für meine Haut mache. Mhm. Eine Maske ist davon ein gutes Beispiel, so einen tollen Sheet Mask. Mhm. Ich habe zufälligerweise meine eigene. Echt? Und ja, genau. Oh, cool. Die, ja, für diesen speziellen Glow. Das sind diese Gespenstermasken, ne? Ja, diese, genau. Die sehen ein bisschen doof aus, aber die bringen halt viel. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich in mein Crazy Life unterwegs bin, dann habe ich auch nicht immer die Zeit. Aber in dieser Zeit mache ich jeden Tag eine schöne Maske. Und das hilft die Haut enorm, um ja, diese Feuchtigkeit bei sich zu behalten, diese Glow. Und das ist einfach so ein Moment. Ich habe Zeit dafür und ich mache es dann gerne. Und das ist gerade jetzt total super, weil ich habe jetzt gelesen, dass das HEV-Licht, das ist dieses Licht, was aus dem Laptop kommt und aus dem Handy, dass das total gefährlich für unsere Haut ist und unsere Haut extrem austrocknet. Und daran hat ja auch keiner gedacht, jetzt zum Thema Homeoffice, wo wir quasi 24/7 eigentlich nur noch am Laptop sitzen. Ja. Also eigentlich müssen wir unsere Haut jetzt noch mehr durchfeuchten und schützen. Wahnsinn, an was man alles denken muss, oder? Ich habe echt gedacht, okay, krass. Genau. Wäre ich nie drauf gekommen. Auch zu Hause muss man wirklich die Haut schützen, ne? Für Licht. Mhm. Und hatte ich auch nicht gedacht. Aber tatsächlich, was das Sonnenlicht was oder Tageslicht, was reinkommt und auch dieses von all die ganzen Geräte, muss ich schützen. Mhm. Was war, oder gibt es das bei dir, Silvi, dein größter Beauty-Fauxpas oder Fashion-Fauxpas? Ich finde ja, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, wie du ja auch, dann gibt es ja irgendwann manchmal so Fotos, die man irgendwo findet, keine Ahnung, in der Presse oder in irgendwelchen Portalen, wo man sich so denkt, um Gottes Willen, was habe ich mir damals gedacht dabei? Also die habe ich von mir auch schon gefunden. Ja. Gab es da irgendwas, wo du sagst, ja, da hatte ich mal irgendwie so eine auftopierte Frisur oder da hatte ich so ein komisches Kleid oder mein Make-up, da sah ich irgendwie aus wie, keine Ahnung, Smoky Eyes daneben gegangen, ich weiß es nicht. Gab es da mal irgendwas Lustiges? Also ganz, ganz früher habe ich mal die Haare rot gemacht. Das fand ich am Ende nicht so schön, wenn ich das zurücksehe. Ne? Ja. Und dann, wann ich schon am Arbeiten war im Showbusiness, muss ich sagen, sicherlich, wenn die Haare zurückgewachsen sind nach der Krebserkrankung, waren die manchmal wirklich ein bisschen crazy tupiert und so. Das fand ich dann, wenn ich das jetzt sehe, einfach too much. Aber anders
Andererseits, ich weiß auch, warum. Ich habe da viel experimentiert. Das war mir eigentlich auch ein bisschen egal nach dieser Erkrankung. Die Hauptsache, ich hatte wieder Haar und Hauptsache, ich konnte da ein bisschen mitspielen. Und wenn ich das jetzt zurücksehe, würde ich es im Moment nicht machen. Aber ach ja, dann denke ich, oh mein Gott. Ja, war vielleicht auch irgendwie die Zeit damals. Ich meine, das ändert sich ja auch alles. Ja. Ich habe mal ein Foto von mir gefunden. Das war eins meiner allerersten auf dem roten Teppich. Da hatte ich so eine Klatsch, ne? Ja. Als Handtasche und hatte die nicht in der Hand, ja, sondern hatte irgendwie ein Getränk in der Hand und hatte die Klatsch dann so unter den Arm gequetscht. Weißt du, so unter den Oberarm. Ja. Und da hat dann einer ein Foto gemacht und ich habe einen Oberarm. Also wirklich, ich sehe aus wie, ich weiß nicht, 100 Kilo mehr und habe nur gedacht von dem Moment an, okay, du wirst nie wieder im Leben eine Klatsch unter deinen Oberarm pressen. Nur noch in die Hand. Oder ich trinke den ganzen Abend nichts. Aber wie gesagt, so lernt man aus seinen Fotos, ne? Ja, das stimmt. Man lernt daraus, aber auch, weißt du, solche Events, viele Leute sagen, okay, aber da gibt es auch Essen. Aber weißt du was? Bei diesen Events möchte man eigentlich nicht essen, ne? Weil man nicht hat immer das Gefühl, man wird immer fotografiert, genau, weil man etwas im Mund steckt. Also natürlich, immer dann. Immer dann, nein. Oder? Gottes Willen. Das Schlimmste, ja, ist auf dem Oktoberfest. Da freue ich mich immer den ganzen Abend auf die geilen Haxen oder Händel und den Kaiserschmarrn. Mhm. Oder weiß ich genau, wenn ich die Haxe im Mund habe, dann werden die Fotos gemacht. Genau. Das heißt, dann esse ich nichts und denke den ganzen Abend. Genau das. Ja. Oder? Tough life. Ja, ja, so ist es. Auf deinem YouTube-Kanal, Silvi, ja, steht oben, be the best version of yourself. Ja. Finde ich ein sehr schönes Motto. Wie genau schafft man das? Also wie wird man die beste Version von sich selbst? Wir haben ja eben schon gesagt, im besten Fall kommt man aus der Quarantäne raus und ist durchtrainiert und genau, ohne Falten und sieht total super aus. Aber vielleicht so als Tipp vom Profi, wie kriegt man das hin? Also ich glaube wirklich, wenn man inspiriert ist von bestimmten Leuten, mhm, kann man schon die beste Version von sich selbst sein. Ich meine, das fängt an mit die Ernährung umzustellen. Das fängt an mit sich jedes Mal 10 Minuten länger zu bewegen, jeden Tag. Mhm. Man kann natürlich mal YouTubes anschauen, wie man ein Alltags-Make-up macht oder so. Mhm. Man kann mal gucken, wie man die Haare selber schön machen kann. Es geht um Pflege, es geht um sich Tipps zu holen, wo man sich wohlfühlt und sagt, okay, das passt zu mir. Da kann man schon wirklich die Best Version von sich selbst werden. Also das ist wirklich machbar und macht auch Spaß. Natürlich, wenn man das nicht möchte, ist es auch egal. Mhm. Ich finde, man soll machen das, wo man sich wohlfühlt. Total. Das heißt, man kann quasi bei dir da gucken, ja, und sich durchprobieren einfach, ne? Also einfach mal schauen, wo sehe ich mich? Genau. Mit dem Make-up oder mit den Haaren und um dann zu gucken, okay, wow, hätte ich mich selber gar nicht getraut. Ja. Finde ich einen schönen Ansatz. Ja, ich glaube wirklich, dass zum Beispiel die Ernährung, dass damit ein gutes Gefühl kommt von innen. Mhm. Das unterschätzen ganz viele Leute. Wenn du dieses Pattern durchbricht, ja, von jedem Tag nur zu naschen, zu naschen, zu naschen und dieses Gefühl, man kommt da nicht raus, das sollte man durchbrechen, also meine Meinung, um sich besser zu fühlen. Mhm. Weil von innen, wir wissen jetzt, Schönheit kommt von innen und auch das, mhm, wird man sehen. Ich weiß, es ist schwierig, aber wenn man das durchbricht und dann anfängt, sich zu bewegen, da hat man wirklich einen Anfang. Wenn man das schafft, dann kann man wirklich weit kommen. Und versuche nicht jeden Tag Alkohol zu trinken. Also das Weinchen abends, ne? Ja. Nicht jeden Abend, das ist dann am Ende. Genau. Meine Freundin sagt immer, sie trinkt ihre Kalorien. Sie ist dann kein Nachtisch, sondern sie trinkt ihre Kalorien. Aber das läppert sich am Ende. Das merkt man total, wenn man das weglässt. Ja, und man vergisst, klar, die Kalorien kann man so sehen. Aber das Problem mit Alkohol ist, dass Alkohol für den Körper, für den Leber, ist das die Priorität, um das wegzukriegen. Und weiter wird der Körper nichts verbrennen. Mhm. Keine Kohlenhydrate, kein Fett, weil der Alkohol ist Gift. So. Deswegen, dieser Körper wird nur auf diese Alkohol konzentriert sein und deswegen, das ist wirklich, es ist kein Klischee, wenn man Alkohol trinkt, nimmt man auch nicht ab. Ja. Schade, ne? Ja, schade. Boring. Es ist so schön, das Weinchen. Ja, muss man durch. Ja, I know. Du, also es hat keiner gesagt, dass es einfach ist, ne? So ist es. Aber ich glaube tatsächlich, es ist auch alles eine Gewöhnungssache. Wir machen ja im Moment so eine Ernährungsumstellung, mein Mann und ich. Also bei uns gibt es auch keine Kohlenhydrate, kein Zucker, keine Milchprodukte, kein Alkohol. Ja. Es ist tatsächlich
nicht so easy, weil man wirklich viel selber kochen muss, immer nur die richtigen Sachen zu Hause haben muss. Aber wir merken total, uns geht so gut, Silvi. Wir sind so fit. Mhm. Die Haut strahlt. Man ist klarer im Kopf. Total. Mhm. Und die Geschmacksnerven sind wieder da. Wir hatten neulich Erdbeeren. Ich habe in so eine Erdbeere gebissen und dachte so, wow, ja. Das ist eine Geschmacksexplosion. Genau, witzig, ne? Ja, weil der ganze Zucker setzt sich ja auf die Rezeptoren und man schmeckt gar nicht mehr so richtig. Genau das. Also deswegen, ich teile das, was du sagst. Und am Ende, die erste Woche ist es mal doof, ja, dass man denkt, meine Schokolade. Ja. Aber irgendwann braucht man sie eigentlich auch gar nicht mehr so unbedingt. Absolut. Absolut. Und man kann immer sagen, dieses Moment von, okay, einen schönen Wein oder ein Glas Sekt oder so, das kann man auch mal am Freitag oder Samstag machen. Ja. Und dann hat man nicht das Gefühl, man verzichtet auf alles. Dann kann man wirklich mal feiern, dass es Wochenende ist. Als Highlight sozusagen. Als Highlight, genau. Und wo wir gerade über Highlight sprechen, Silvi, hast du heute noch eins? Was steht bei dir noch an? Ich sitze hier gerade in High Heels und ein Outfit ready to do a TikTok. Wow. Mhm. Und ich will tatsächlich heute ein Fashion-TikTok machen, mein allererstes, wo ich mal meine Shoe-Addiction zeige. Also ich bin natürlich ein kompletter Schuh-Fanatic und ich will das heute mal auf TikTok zeigen. Sehr cool. Perfekt für alle Frauen. Ja. Wir lieben ja Schuhe, also da schauen wir auf jeden Fall rein. Silvi, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Dass du die Zeit hattest. Es war gerne. So schön, mit dir zu quatschen. Für dich doch immer. Ja, das müssen wir wieder öfter machen. Also auch so out of the record. Ja. Finde ich auch. Das ist total toll. Es war sehr motivierend. Dankeschön. Und sehr positiv mit dir. Du bist toll. Danke, du auch. Ja. Pass auf dich auf, meine Liebe. Bleib gesund. Ja, ganz wichtig. Machen wir. Ja. Du auch. Und tschüss nach Hamburg. Dankeschön. Liebe Grüße. Tschüss. Tschüssi. Danke. Tschüss. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.